Boah, ist das heiß heute. Höchste Zeit für eine selbstgemachte Limonade und damit herzlich willkommen in diesem Video. Als erstes raspeln wir die Schale der drei Limetten in einen Behälter, den wir mit 500 ml Wasser gefüllt haben. Dann geben wir den Saft der drei Limetten, die Kondensmilch und den Zucker hinzu. Jetzt müssen wir rühren, bis sich der ganze Zucker aufgelöst hat. Nach ungefähr 2-3 Minuten sollte dies der Fall sein. Das Ganze schütten wir nun in einen Krug, den wir zu einem Drittel mit Eiswürfeln gefüllt haben, damit die Limonade gut abkühlt. Jetzt nur noch das restliche Wasser dazugeben und schon sind wir fertig. Am besten natürlich eiskalt servieren. Wer mag, kann den Krug nochmal in den Kühlschrank oder ins Eisfach stellen, damit die Limonade noch schneller abkühlt. So schnell hat man eine selbstgemachte Limonade gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da oder noch besser, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nie wieder ein Video zu verpassen. Prost und bis zum nächsten Mal.